Tor für den VfB Stuttgart. Dönis mit einem schönen Sololauf über die linke Seite, seine Flanke ist scharf und kommt so nah vors Tor, dass Kay Steels rausfausten muss. In der Mitte fällt der Ball Akolo vor die Füße, der zweimal schießen kann, den Nachschuss bringt er dann im Kasten unter. Das darf gegen drei Verteidiger nicht passieren, da pennt die gesamte Wolfsburg-Höhe hinter Mannschaft.